Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games und heute ist dran Fight of the Intruder. Ist irgendwie eine Flugzeugkampfsimulation. Mal schauen, was mich hier erwartet. Ich kenne das Spiel wie so oft noch überhaupt nicht und entdecke es mit euch zum ersten Mal. Aha, einfach mal die Missionslandkarte. Sehr gut. Mission 1. Was geht hier? Aha. Aha, wir starten wieder mal auf einen Flugzeugträger. Sehr gut. Was muss ich? Muss ich jetzt irgendwas machen? Ich drücke A. Ich drücke B. Ich drücke Select. Ich drücke Start. Ich drücke A und B gleichzeitig. Was muss ich tun? Nach oben drücken. Nach unten. Ah, nach links ist gut anscheinend. Aha, nach links drücken. Ich würde mal sagen, ich habe es geschafft. Muss ich jetzt irgendwas machen? Aha, okay. Links, rechts. Select ist. A ist Rakete, okay. Wo ist der Gegner? Oh, da links. Boah, ich glaube, ich hatte mich abgeschossen. Das ging ja schnell. War jetzt schon hin? Aha, bisschen getroffen. Der Sound ist, sagen wir so, sehr simulationslastig. Es fühlt sich eigentlich erstaunlich gut an, muss ich sagen. Also von allen Flugsimulatoren fühlt sich der bis jetzt am besten an. Wo ist der Gegner? Daneben. Es ist schon verdammt schnell. Kann ich irgendwie Schub reduzieren? Wie mache ich den Schub eigentlich? Select ist. Weiß man nicht so genau. Select ist gleich die Zielerfassung, oder? Nein, Select ist Rakete oder Gewehr, glaube ich, oder? Ja, Gewehr, Rakete oder was? Nix. Weil es ist ein normaler Schuss, okay. Normalen Schuss, oder? Nein, haben wir eine Rakete, weil. Was soll's? Batsch! Aber es hat mich auch erwischt! Oh ja, ja, nein! Okay. Gleich nochmal. Ich frage mich, wie ich die Geschwindigkeit verändern kann. Mit B vielleicht? Ah ja, B. B und Steuerkreuz. Oh, habe ich die Rakete abgeschossen, die der auf mich geschossen hat? Wie cool ist das denn? Der ist ein Fan, ich weiß nicht. Es fühlt sich irgendwie gut an. Ich kann es schwer erklären. Ganz leicht. Ich muss wieder auf Rakete schalten, das bringt ja sonst nichts hier. Sind da weiter rüber? Der war zu spät. Den zweiten habe ich erwischt. Ja, der ist versenkt. So, einen noch. Na da. Gehen wir da mal rüber. Ein bisschen zu spät, glaube ich. Nach einer Runde fliegen. Batsch! Hab's geschafft! Area clear! Okay, das war jetzt ein bisschen feig nur mit Raketen. Aha, was ist da jetzt? Was muss ich machen? Ich muss da ausweichen.
Wie Schuss habe ich da eigentlich? Ah, ist ein Hubschrauber. Game over. Ich hab, war ich ein bisschen überrascht, dass da jetzt eine andere Sequenz kommt. Und Dino auf jeden Fall. Das ist ein gutes Spiel. Erstaunlich gut, wirklich. So, wenn man jetzt unbedingt so einen Flugsimulator manier spielen will, warum auch immer man das tun wollen würde. Also, das ist mein Favorit bisher und ich habe schon einige gezockt. So, gib Gas. Volle Kanne, Hoshi. So, dann, jetzt holen wir mal ein paar böse Jungs runter. So. Ich halt gleich auf Rakete. Keine nix. Das hat mich auch gleich getroffen. Ah, das ist ein Treffer, man ist es. Das ist schon heftig. Ah ja, ich wurde die Rakete abgeschossen. Mit der MG. Ich werde es mal versuchen mit der MG. Wenn eine Rakete draufhalten kann ja jeder. Ah ja. Naja. Es ist schon schwer. Das Zielen mit der MG. Ja, das ist nur die Rakete zerstört, aber nicht den Feind. So, come on. Hey, möchte ich. Da ist einer. Na. Ah, wurscht, ich schalte jetzt um auf Rakete. Rakete. Rakete baut sich eine Rakete. So. Und tschüss. Wow. Also Rakete ist ein bisschen doof, weil. Komm schon. Ah, weg. Komm, Zielerfassung. Ach, nein, ich muss auf der MG sein. Sonst killt ihr mich. Ah, man muss einfach viel dynamisch umschalten zwischen MG und Rakete. Okay, das mache ich jetzt. Gut schauen, wie lange zocke ich schon. Acht Minuten schon, naja, bitte. Gib Gas. 100% und gib Stoff, Junge. Vielleicht muss ich schneller fliegen, damit mich die nicht so leicht erwischen mit den Raketen. Schauen wir mal. Mal gescheit Gas geben, 95%. Ja, das war ein bisschen. Ah, das ist. So, da mal ein bisschen Abstand gewinnen. Ja, und dann einschwenken. Womit kommt da jetzt einer? Tauchen die dann wieder vorne auf, wenn ich lang genug gerade fliege oder wie? Ja, ich habe jetzt die Rakete abgeschossen, das war gut. Da rechts kommt gleich einer. Wo ist der? Da links. Mist. War ich zu schnell? Ich schalte jetzt. Ah, geht drauf und ganz leicht. Come on. Wo sind sie? Da müsste gleich. Ah, das Radar ist spiegelverkehrt. Puh, wenn mich daran gewöhnen kann. Okay, jetzt weiß ich's. Radar ist spiegelverkehrt. Okay, jetzt kommt links einer. Nein, jetzt kommt rechts einer. Hätte mich fast erwischt. Puh.
Puh, das war knapp. Ah, keine Chance. Ich muss vielleicht mit Geschwindigkeit ein bisschen runtergehen. Auf 75. Jawohl. Und... und Katzenstreu. So, da. wo ist mein Horizont? Okay, nächster. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ja, jetzt heißt drauf, das Umschalten zwischen Rakete und Maschinengewehr funktioniert schon. So, da. Come on. Macht total Laune, das ist total absurd. Aber was ähnliches habe ich ja immer gerne im Game Gear gespielt. Aber ich weiß beim besten Willen nicht mehr, wie das geheißen hat. Boah, jetzt habe ich ja gerne mit der MG erwischt. Also eigentlich bin ich schon über die 10 Minuten drüber, aber ich versuche noch eins. Komm schon, Zielerfassung, was ist los mit dir? Ah, ich hab's überlebt. Landetunnel, huiuiuiuiui. Jetzt kann man Landeanimation auch noch. Fahrwerk ausfahren und ich bin voll auf Bremsen. Oh nein, das sind zu viele Bremsen. Ah, ja. Woher soll ich das wissen? Ah, mein, ja. Schade, das Land hätte ich gerne nochmal geübt. Ja, das ist super. Man muss starten, man muss landen. Die Fights machen Spaß. Hat einfach alles. Hat einfach alles, Leute. Flight of the Intruder. Leute, das könnt ihr echt mal zocken. Ist ein super Spiel. Und absolute Empfehlung von mir. Ja, wenn ihr das Spiel kennt aus damaliger Zeit, könnt ihr mir gerne was in die Kommentare dazu schreiben, wie das so damals war. Ob das auch so wirklich der Mega-Hit war, wie ich es jetzt hier empfinde. Oder nicht. Ansonsten da drüben könnt ihr sehen, was ich schon alles gezockt habe. Jede Menge. Das hier ist jetzt, glaube ich, Video 201, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und da unten kann man abonnieren und dann bekommt man jeden Tag ein neues NES-Game in sein Postfach. Ciao, ciao, Leute. Bis bald.